Genau, das aber soweit dazu. Nochmal ganz kurz, warum ich das eigentlich auf der Disc gucken musste oder wollte oder wie auch immer und nicht über meinen NAS geguckt habe, wie ich das normalerweise eigentlich immer mache. Mein NAS, mein Jellyfin und mein Plex auch haben Probleme damit, 4K Blu-ray Rips abzuspielen tatsächlich. Manche funktionieren ohne Probleme, so lange, bis sie plötzlich anfangen zu laggen, bzw. zu buffern. Ne, so als würde irgendwie die Hardware überlastet sein oder das Netzwerk überlastet sein oder sowas. Der Punkt ist nur, das Komische, beides ist nicht der Fall. Alter, die Mario 64 Musik im Hintergrund gerade, ne? Es ist ja auch wieder wild, ich geh mal kurz pennen, ehe mir jetzt hier gleich wieder ein Creeper auf den Kopf fällt. Achso, ah, ich kann da ja nicht pennen, scheiße! Fuck that, ey, wirklich. So ein Schmutz. Ich probiere es nochmal, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es jetzt auch nicht funktionieren wird. Bei manchen 4K-Discs. Ja, genau das. Bei manchen 4K-Discs funktioniert es aber halt einfach nicht. Hat das jetzt wenigstens so ein bisschen was gebracht? Nö. Perfekt. Okay, Moment, ich gehe mal kurz da drüben pennen. Das Lustige ist, sowas wie How to Train Your Dragon 1, 2 und sowas zum Beispiel, konnte ich easy darüber gucken. War gar kein Problem, hat auch nie geleckt. Der Witz ist aber auch, die erste, ne, How to Dragon 1 zum Beispiel, die Blu-ray davon, oder der File davon, von dem RIP, scheiße, der ist gerade mal 40 GB groß oder so. Ne, gerade mal, haha, ich weiß. Aber im Endeffekt für eine 4K, what the fuck, wo kamen die beiden gerade her? Im Endeffekt für eine 4K-Disc ist das wirklich wenig, müsst ihr wissen. Ja, komm. Ah, nee, warte mal, wenn ich das an die Wand setze, kommt doch auch wieder einer rein, oder? War das nicht so? Ich glaub schon. Nee, passt. Okay. Ja, für eine 4K-Disc ist das wirklich wenig. Herr der Ringe im Vergleich dazu, ne? Die Extended Edition auf beiden Discs quasi zusammengerechnet ist dann 150 GB groß. Sand wollte ich ablegen. Ah ne, Erde habe ich so viel. Ah, shit, aber Erde habe ich auch keinen Platz mehr. Mann, ich brauche dringend eine Erdekiste. Also eine neue. Hä, wieso hat der jetzt gerade automatisch die Erde da aufgeteilt? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Naja. Also ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwas mit der Dateigröße zu tun hat. Wobei das für mich auch nicht so viel Sinn ergibt eigentlich, weil das Netzwerk ist nicht überlastet. Also ich habe jetzt, ihr müsst wissen, ich habe schon alles geprüft. Ich habe gedacht, es liegt an der Software, also habe ich Plex installiert, weil normalerweise habe ich Jellyfin genutzt, also habe ich Plex installiert, weil ich dachte, vielleicht ist Jellyfin irgendwie, kommt nicht damit klar, wie auch immer. Daran lag es nicht. Jellyfin hat mittlerweile auch endlich das große 10.9 Update bekommen, was alles mögliche an neuen Features und so weiter, Bugfixes und so weiter hinzufügt. Dachte ich mir, okay, vielleicht wird es damit besser, wurde es nicht. Wie gesagt, Plex, selbes Problem. Oder jedenfalls sehr, sehr ähnlich. Ich habe die CPU-Auslastung geprüft, während ich das Ganze spielen lassen habe. Ist nie über 50-60%, also vollkommen in Ordnung. Ich habe die GPU-Auslastung probiert, ob es irgendwie codiert wird, das Ganze. Aber es wird nicht codiert. Ich habe mir die Wiedergabeinformation anzeigen lassen. Es wird ein Direct Play gemacht, ne? Es wird nur das Audio konvertiert, weil das Audio nicht kompatibel ist mit meinem Fernseher. Aber das Video ist kompatibel, deswegen wird das Video so abgespielt. Ne, das heißt, das ist auch kein Problem. Ich habe den Arbeitsspeicher angeguckt. Der ist eigentlich auch kein Problem. Ich habe zwar nur 8 Gig drin, aber es zeigt mir immer so um die 2 Gig noch frei an eigentlich, das Interface. Ich habe auch auf der Command-Line mir das auslesen lassen. Da zeigt es mir zwar irgendwie nur 1 Gig oder sowas um den Dreh frei oder 700 MB oder so, aber immer noch frei. Also es läuft nicht über. Ergibt für mich das auch keinen Sinn. Ich dachte dann, okay, trotzdem, ne, da ich diese Diskrepanz eben festgestellt habe zwischen Command-Line und dem Interface mit der Grafik, dass mir das halt quasi irgendwie ein Gigabyte Unterschied ist, dann dachte ich mir so, okay, wer weiß, wie genau diese Auslesung da jetzt ist. Ich stopfe trotzdem einfach mal noch einen 8-Gig-Riegel dazu und mache 16 draus. Ne? Ich habe einfach einen 8-Gig-Riegel aus meinem PC geklaut, ne, der 32, 4x8. Habe einfach einen 8er da rausgeklaut, habe den in mein NAS reingewirkt und habe das NAS nochmal angemacht und geguckt, okay, wie sieht's jetzt aus? Und tatsächlich, vorher trat der Fehler immer noch so circa 5 Minuten auf und danach regelmäßig alle paar Sekunden. Alle paar Sekunden ist also alle 30 Sekunden dann so in etwa. Oder vielleicht ein bisschen häufiger, ich weiß nicht genau. Egal. Danach jedenfalls, nach dem Memory Swap oder der Memory Erweiterung, war es deutlich später erst nach so 10, 15 Minuten und dann auch nur kürzer und nicht so häufig anschließend.
Also es hat was geändert. Ich habe dann wieder den Arbeitsspeicher ausgelesen. Der war wieder noch genug frei, offiziell. Ne? Also das Ergebnis war im Endeffekt so, ja, ich habe jetzt noch zwei... nee, Schwachsinn. Ich weiß gar nicht, wie viel noch frei war. Also die GUI hat gesagt, es wären noch 12 Gig frei oder sowas um den Dreh. Ne? Also auf jeden Fall... niemals wurde so viel Arbeitsspeicher genutzt, wie halt da war eigentlich. Ne? Ich wüsste auch nicht, wofür. Ich meine, wofür bitte? Ergibt gar keinen Sinn. Ich habe das auch schon gegoogelt und so weiter, aber ich komme da auf keine Lösung. Und ich habe jetzt gedacht, okay, scheiß drauf. Ne? Ich stopfe einfach 32 Gramm rein, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Aber nee, Alter. Erstens habe ich keinen Bock dafür, das Geld auszugeben. Zweitens glaube ich nicht, dass es daran liegt und dass das das beheben wird, ne? Also es verlagert vielleicht das Problem ein bisschen, aber es gibt offensichtlich irgendein Problem, was ich damit vielleicht ein bisschen hinauszögern kann, aber was immer noch irgendwann auftritt. Ich kann ums Verrecken nicht eingrenzen, wo es liegt. Ich dachte schon, okay, vielleicht läuft mir der Cache irgendwie voll. Ne, ich habe so eingestellt, dass der Transcoding-Cache auf der SSD liegen soll. Vielleicht läuft die SSD voll. Nein, 70 GB noch frei. Vielleicht läuft der Cache von der SSD voll, dass die Schreibrate von der SSD plötzlich nicht mehr hoch genug ist. Nein, kein Problem, weil da wird viel zu wenig Daten dafür geschrieben. Ich habe geprüft, vielleicht ist die Leserate von meinen Festplatten nicht hoch genug, um so viele Daten von der 4K-RIP auf einmal zu lesen quasi, ne? Oder so schnell zu lesen. Ich dachte, vielleicht kommen die Festplatten nicht hinterher, also habe ich die Read-Write-Speeds von der Festplatte geprüft. Kein Problem, die Read-Writes lagen immer so bei, oder die Reads lagen immer so bei, was weiß ich, 15 bis 20 MB die Sekunde. Was gar kein Problem ist für Platten im RAID 5-Verbund. Also, ich habe wirklich hardware-seitig alles gecheckt und software-seitig alles gecheckt, was ich checken kann. Ich bin kein Softwareentwickler, ich kann da nicht tiefer reinsteigen, ehrlich gesagt. Habe ich von dem ganzen Kram dafür zu wenig Ahnung. Es läuft auch in der Docker-Umgebung. Ich weiß nicht, inwiefern Docker da vielleicht irgendwie einen Bottleneck darstellen kann oder ähnliches. Ja, aber ich kann es mir wirklich nicht mehr erklären. Also falls irgendjemand von euch bei sich auch so einen Home-Server laufen hat oder so, ne? Und da vielleicht in irgendeiner Richtung Erfahrung mit hat oder so, woran das liegen könnte, vielleicht ähnliche Probleme schon mal hatte oder so, bitte in die Kommentare damit, weil ich bin jetzt wirklich kurz davor, mir irgendwie eine Backup-Platte zu kaufen, alles, was auf meinem NAS drauf ist, da drauf zu zimmern und mein gesamtes NAS neu aufzusetzen mit einem anderen Betriebssystem, ne? Ich habe da Open Media Vault drauf laufen, weil das Ding ursprünglich halt wirklich nur als File-Server NAS gedacht war. Das war nie als so eine Art Home-Server gedacht, was ich dann später draus gemacht habe, weil es mich einfach interessiert hat. Ne? Ich fand das dann... Hab mich damit ein bisschen beschäftigt, fand das cool und habe das dann einfach gemacht mit der Hardware, die ich halt gerade da hatte. Und das war halt mein NAS und naja. Ne? Deswegen, die CPU, der Arbeitsspeicher, alles was da drin ist, war nie darauf gekauft worden, daraus einen Medien-Server zum Beispiel zu machen oder auch einen Smart-Home-Server, was ich daraus gemacht habe. Das war mehr oder weniger einfach nur ein Abfallprodukt, weil ich das halt da hatte und das ging halt gerade. Na. Von daher, ja, vielleicht ist die Software, die ich da drin habe, nicht optimal dafür. Ne? Vielleicht kommt Open Media Vault da mit der Docker-Umgebung nicht richtig klar oder mit der Hardware-Ansteuerung nicht richtig klar. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach wirklich meine Hardware, die an irgendeiner Stelle noch hängt und ich weiß nicht wo und ich bin nur zu blöd, es mir auslesen zu lassen über Linux. Kann auch sein. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin wirklich ein bisschen planlos. Deswegen, wie gesagt, ich bin schon kurz davor, diesen ganzen Tank hier einfach nur mit abzureißen, ehrlich gesagt. Wollen wir das machen? Den einfach nur mit abreißen hier? Eigentlich vielleicht ganz schön, dass das hier so ein bisschen, ich sag mal, so lagunenmäßig drinnen liegt, aber irgendwie sieht man hier halt nicht wirklich viel, ne? Ja, wir reißen den mit ab, Leute. Kostet ja nichts, ne? Außer Zeit und Zeit haben wir genug. Reißen wir den mit ab. Ja. Von daher, genau, habe ich schon überlegt, ob ich irgendwie dann das Ganze neu aufsetze und da vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Proxmox oder irgendwas draufzimmer, was halt für Virtualisierung dann gedacht ist, da ich dann wirklich mit anfange mit VMs zu arbeiten, anstatt mit Docker. Aber das, ja, da müsste ich mich richtig tief reinlesen. Erstmal habe ich jetzt auch nicht so Plan von bisher, ne? Das ist alles dann komplett Neuland für mich. Und das wäre ein riesen Aufwand, ne? Ich habe halt, wie gesagt, ich glaube, ich habe, was heißt wie gesagt, ich habe es noch nicht gesagt, aber ich glaube, ich habe 16 Terabyte oder sowas an nutzbarem Speicherplatz in meinem NAS drin, ne? Ihr könnt euch, by the way, von meinem NAS ein Video angucken auf meinem Kanal, wie ich das gebaut habe. Wenn ich dann denke, verlinke ich euch das mal in dem Video hier oben rechts in der Infokarte oder in der Videobeschreibung. Ich habe das nämlich auf diesem Kanal zusammengebaut. Dann seht ihr, was ich da an Hardware drin habe.
Und dann erzähle ich euch doch noch ein bisschen was darum mehr, wie das damals eigentlich gedacht war. Das ist mittlerweile, ich glaube, 3 Jahre alt, das Video oder so. Das NAS ist schon etwas älter jetzt mittlerweile. Und wie gesagt, damals war es eigentlich hauptsächlich als Datenspeicher gedacht, um da zum Beispiel meine alten Let's-Play-Projekte drauf zu lagern, ne? Da liegen also, oder lagen bis vor kurzem alle meine Let's-Play-Projekte drauf, die ich je gemacht habe, alle meine Let's-Play-Videos. Jetzt, wo ich angefangen habe, das Ding mehr als Medienserver für Blu-Rays, für Filme und Serien und sowas zu verwenden, brauchte ich ehrlich gesagt ein bisschen Speicherplatz wieder, deswegen habe ich angefangen, alte Let's-Play-Projekte, die mir nicht viel bedeuten, einfach zu löschen. Das heißt, keine Ahnung, was habe ich da gelöscht? Ich glaube, sowas wie Celeste zum Beispiel habe ich gelöscht oder sowas wie Portal 1 oder ja, so kleinere Projekte, beziehungsweise so Projekte, die mir wirklich, an denen mir wirklich nichts liegt, wo ich jetzt sage, das waren keine besonders guten Projekte, das waren keine, auf die ich später bestimmt nochmal irgendwann zurückgreifen möchte oder sowas, für irgendwelche Specials oder so, und wenn, dann kann ich es auf YouTube wieder runterladen, von daher, ja, habe ich die einfach rausgefeuert. Hat mich auch ein bisschen Überwindung gekostet, ehrlich gesagt, ne, ich bin so ein leichter Datenhorder, was sowas angeht. Aber ja, ich brauchte den Speicherplatz einfach und manche von diesen, ich glaube Horizon Zero Dawn, oder nee, Horizon Forbidden West, genau, das angefangene Projekt habe ich, glaube ich, gelöscht. Horizon Zero Dawn war wahrscheinlich auch, das war auch irgendwie 500, 600 Gigabyte großes Projekt, also, ja, ich brauchte halt den Speicherplatz. Ich hätte noch eine neue Platte dazu stecken können, ich habe noch eine bei mir in der Schublade liegen, die ich bisher nicht verwendet habe, aber ehrlich gesagt hebe ich die so ein bisschen auf, falls mal irgendeine von den Platten hier drin ist verreckt, dann ich die halt einfach direkt austauschen kann, um das Raid wieder aufzubauen. Oh shit, kein Platz mehr im Inventar. Ja, von daher wollte ich die ja nicht einbauen. Außerdem, wenn ich die einbaue, dann müsste ich erstmal das Raid erweitern. Das würde dann wahrscheinlich irgendwie 2 Tage oder sowas dauern, in der dann die Platten auf Hochtouren laufen. Was halt dann auch nicht so gut ist. Von daher, ja, habe ich das nicht gemacht. Ist auch egal. Im Endeffekt habe ich jetzt also genug Platz gehabt, um dann meine ganzen Filme und sowas draufzuballern. Habe jetzt noch ein paar Terabyte frei. Aber ja, das heißt, ich müsste im Endeffekt mir eine, was weiß ich, 16 Terabyte USB-Platte kaufen. Achso, ich hätte natürlich jetzt irgendwie noch direkt eine Shoppe bauen können. Müsste da alle Daten rüber kopieren, die da jetzt drauf sind, ne? Und ihr müsst euch auf der Zunge zergehen lassen. Das sind, wie gesagt, fast 16 Terabyte. Ich glaube, 14 oder sowas sind es jetzt aktuell. An alten Let's Play-Videos, an Bildern und anderen Videos, an Filmen und Serien, die ich von Blu-Rays und 4K Blu-Rays runtergerippt habe, die also echt auch groß sind, ne? Ja, Junge, ich habe da so keinen Bock drauf. Und dann kommt ja noch dazu, wenn ich das Ding dann neu aufsetze mit irgendeiner anderen Firmware oder irgendeinem anderen System komplett, dann kommt ja noch dazu, dass ich das ja komplett neu einrichten muss und auch alle Systeme, die ich so habe, im Sinne von mein Smart-Home-System, mein Jellyfin, ne, wo meine ganze Movie-Datenbank und sowas alles drin ist. Ne, alles, was in meinen Docker-Container da halt so drin läuft, was ich irgendwie mal konfiguriert habe. Das müsste ich alles neu aufsetzen, müsste gucken, dass ich die Config irgendwie gesichert bekomme und später wieder importiert bekomme, falls das überhaupt geht an manchen Stellen, ne? Ich weiß nicht, ob man vielleicht die Docker-Container als solches irgendwie einfach speichern kann oder backuppen kann und die dann direkt rüberballern kann oder so. Da müsste ich halt auch dann gucken. Wahrscheinlich kann ich einfach den Ordner, wo ich den Docker-Container habe, rein installieren lassen oder, ne, wo ich die Config hinverlegt habe, den könnte ich wahrscheinlich einfach speichern. Aber ja, das müsste ich mir alles angucken. Das wäre ein Riesenaufwand. Das würde so viel Zeit in Anspruch nehmen. Da müsste ich mir erstmal 3 Wochen Urlaub nehmen für. Und dann müsste ich im Nachhinein ja quasi auf mein neues NAS dann wieder, ja, die ganzen Daten auch wieder rüber kopieren. Das alleine würde wahrscheinlich wieder einen Tag dauern, ne? Weil so schnell ist das halt auch alles nicht. Auch HDDs. Also, boah. Junge, das wäre einfach so ein kranker Aufwand. Also wenn ich das irgendwie umgehen kann, würde ich es eigentlich wirklich ungern machen. Ja, und im Endeffekt ist meine Lösung aktuell halt einfach dann zu sagen, okay, die 4K Blu-rays, die ich halt gucken möchte, die gucke ich halt dann echt auf Blu-ray einfach. Es ist zwar saudumm, weil ich meine, ja, wofür hat man so einen Home-Medien-Server? Sicherlich nicht dafür, dass man ihn nachher nicht benutzt. Aber im Endeffekt muss man halt ganz ehrlich sein, ja, ich habe alles versucht und ich kriege ihn nicht ans Laufen. Es ist ein bisschen peinlich und ein bisschen schade, weil ich meine, klar, und du bist doch ITler, du musst dich doch damit auskennen, ne? Und ich meine, einerseits sage ich halt, nee, muss ich nicht, ne? Aber andererseits kratzt es auch schon so ein bisschen an der eigenen Ehre, ne?
Ich meine, das ist halt irgendwie auch ein Hobby, was ich daran rumspiele und das mache ich gerne und so weiter. Und deswegen will ich das auch schon ans Laufen bekommen, weil ich das ja auch nutzen möchte, weil du hast ja auch davon nachher praktisch echt was von. Also ich meine, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel kein Netflix oder so, ne? Gut, Amazon Prime Video habe ich halt, aber das gucke ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr wirklich. Seit ich jetzt Pretty Little Liars durchgeguckt habe, ist das bei mir eigentlich einigermaßen durch. Benutze ich das jetzt nicht mehr so richtig. Ich habe das jetzt aktuell noch wegen Musik und kostenlosen Versand. Oder wegen Podcasts eigentlich. Musik höre ich über YouTube. Aber ansonsten nutze ich es auch nicht mehr so richtig. Aber ja, sonst kein Streamingdienst, kein Netflix, kein Nix und so weiter, ne? Weil ich habe schon mir mein eigenes Jellyfin halt aufgebaut, ne? Mein Home-Medien-Server quasi, wo ich halt meine Serien und Filme draufgeballert habe und wo ich dann jederzeit die Serien und die Filme, die ich wirklich gucken möchte, halt auch gucken kann. Na? Das ist eigentlich eine sehr geile Sache. Es hat mir Spaß gemacht, das aufzusetzen und mir hat vor allem Spaß gemacht, dann nachher das Ergebnis zu sehen und zu haben. Das halt auch effektiv nutzen zu können. Das ist halt schon eine coole Sache. Du kannst dann im Endeffekt, kann ich auch dann dank Tailscale und so, kann ich von überall darauf zugreifen. Ne? So, Tailscale ist so VPN-mäßig quasi. Kann ich da von überall drauf zugreifen. Und ja, kann halt meine eigenen Filme und Serien dann streamen quasi. Ne? Das ist, in Theorie kann ich im Hotel sitzen, kann auf meinem Laptop Jellyfin anschmeißen und kann dann meine Filmbibliothek gucken. Ohne dass irgendjemand wie Netflix oder Amazon um die Ecke kommt und sagt, nee, erst musst du mehr Geld zahlen, damit du keine Werbung siehst. Oder sorry, die Serie, die du gestern angefangen hast, oder am besten noch vor 2 Monaten angefangen hast, die haben wir jetzt leider aus dem Programm genommen. Da musst du jetzt leider einzeln kaufen oder du bist komplett gefickt. Also es tut mir leid. Das ist jetzt halt einfach so. Ne? Diese ganze Scheiße hast du halt einfach nicht mehr. Das ist halt schon sau cool. Ne? Das ist schon sau cool. Außerdem hast du halt das Beste aus 2 Welten, ne? Aus physisch und digital quasi vereint. Ne? Ich habe jede von diesen Dingern physisch im Regal stehen, auf Disk. Das heißt, wenn da irgendwann mal digital auch was sein sollte, kein Problem. Kann ich es jederzeit wieder rippen oder einfach auch physisch gucken. Ich kann es verleihen oder verkaufen. Ich kann es auch einfach nur im Regal stehen haben und angucken. In manchen Blu-ray-Discs ist tatsächlich auch so ein kleines Booklet mit drin. Ich habe da zum Beispiel mal Holland Drive von, oh mein Gott, David Lynch, glaube ich. Ah, scheiße, Alter, ist, oh mein Gott, bitte tötet mich nicht. Auf jeden Fall mal Holland Drive und das ist halt auch so ein, das ist also auch so ein Booklet mit drin quasi, wo alles mögliche noch zum Film erklärt ist oder zu den Charakteren. Das ist super cool. Das ist super cool, das was zu haben. Von daher, ja, liebe ich eigentlich. Und wie gesagt, es war auch ein saucooles Projekt, das aufzusetzen und so weiter. Und wenn es dann läuft, ist natürlich auch ein geiles Gefühl. Und wie gesagt, man hat halt auch richtig was davon. Aber ja, wenn es halt dann nicht läuft, dann nervt es mich halt. Und wie gesagt, ich könnte natürlich einfach sagen, ja, scheiß drauf, dann geht's halt nicht und dann geht's halt nicht. Aber es geht ja fast. Es geht ja fast. Und wie gesagt, gerade als ITler bin ich da halt dann schon irgendwie so ein bisschen hinterher, da ich halt auch sage so, das kratzt jetzt an meiner Ehre, das muss doch irgendwie gehen. Ja, ich muss mal Kevin fragen, ob der irgendwie da auch in die Richtung mal was gemacht hat mit seinem Homelab. Ich glaube aber nicht. Ich meine, der hat noch nicht sich so einen Medienserver oder so aufgesetzt. Ob der da irgendwie Erfahrung mit hat, vielleicht, was man da noch machen könnte oder wo es hängen könnte. Wie gesagt, ich weiß auch wirklich nicht, wie man nach diesem Problem googeln soll. Ne? Ich meine, wenn du das googelst, dann kriegst du immer so Sachen wie, ja, deine Grafikkarte reicht nicht oder ne, irgendwas so in der Richtung, so deine Hardware passt halt einfach nicht. Ne, von der Leistung her. Und ich meine, ja, logisch, wenn dein Video buffert, dann ist die erste Idee eigentlich Hardware, Netzwerk oder sowas in der Art, klar. Aber ich habe halt dahingehend alles geprüft und das ist es halt nicht. Und das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ja, Netzwerk, ne? Weil mein Fernseher nur beim WLAN drin hängt. Aber es ist halt ein 5 GHz WLAN. Mein Fernseher ist nicht mal, wirklich ungelogen, das sind 50 cm, die der vom Router entfernt ist. Also wirklich, ungelogen. Da ist keine Wand dazwischen, kein gar nichts. 50 cm bis zum Router. Vielleicht 70. Je nachdem, ob mein Schreibtisch gerade hochgefahren oder runtergefahren ist. Ne? Also es ist wirklich, ja, es ist wirklich, es kann kein Problem sein. 5 GHz WLAN reicht von der Datendurchsatzrate easy. Vor allem, wenn da halt der Router direkt nebendran steht. Oder sollte es jedenfalls, ne? Sagen wir es mal lieber so. Ich meine, wer weiß, da könnte natürlich trotzdem irgendwelche Software-Scheiße oder sowas seitens Fernseher oder sowas dazwischen spielen. Das ist eine Sache, die ich vielleicht noch probieren sollte. Einfach mal ein Kabel an den Fernseher dranlegen. Das ist keine Dauerlösung, weil ich habe keine Möglichkeit, da ein LAN-Kabel hinzuziehen, ohne dass es scheiße aussieht. Von daher, das ist eine Sache, mit der ich dann das nur mal testen würde und dann gucke, was passiert. Aber das wäre vielleicht ein Test, den ich noch machen sollte. Aber, und auch da wieder, ich habe über mein NAS zum Beispiel schon während der Film lief, dann in der Command Line mir ausgeben lassen, wie der Netzwerk-Traffic so ist für die Netzwerkkarte. Und da ging auch nie mehr als so 15 bis 20 MB die Sekunde in den Upload rein. Ne? Das heißt,
ja, nie im Leben ist das 5 GHz WLAN zu schlecht, um 15 bis 20 MB Daten flüssig zu übertragen. Vor allem, es funktioniert ja 5 bis 10 Minuten lang und erst danach macht es Probleme. Das ergibt gar keinen Sinn. Das ist, by the way, Musik aus Kena Bridge of Spirits, wenn mich nicht alles täuscht. Sehr geiles Spiel, könnt ihr auch auf meinem Kanal angucken. Ja, also, oh geil. Ich bin wirklich ein bisschen planlos. Ich bin ein bisschen planlos. Und ja, diese Sache mit dem Ding neu aufsetzen und so weiter, ja, ganz ehrlich, das war mehr oder weniger einfach nur eine laute Überlegung, weil das ist eigentlich echt keine Option. Na, ich hab gar keinen Bock und vor allem keine Zeit, das ganze Ding neu aufzusetzen. Es ist halt auch teilweise 3 Jahre her, dass ich das Ding installiert habe. Das heißt, ich weiß manche Sachen auch einfach wirklich nicht mehr. Na, das ist halt auch so eine Sache, das Ding ist historisch gewachsen. Na, ursprünglich war das nur als Speicherlösung gedacht. Dann kam dieser ganze Docker-Kram hinzu und so weiter. Und dann habe ich die ganzen Docker-Container ja Stück für Stück immer irgendwie konfiguriert. Ich weiß das wirklich nicht mehr. Also, das alles neu einzurichten. Oh, das ist wirklich, wirklich keine Option, Leute. Von daher, ja. Und noch dazu jetzt auch nochmal erwähnt, ne? Normale Blu-rays funktionieren alle ohne Probleme. Hatte ich bisher, ich glaube, bei normalen Blu-ray-Rips hatte ich bisher noch nie Probleme. Und 4K-Blu-rays halt funktionieren manche und manche halt nicht. Also, das verstehe ich halt auch nicht. Wenn es wenigstens alle 4K-Rips wären, ne, dann würde ich halt sagen, okay, die haben vielleicht einfach eine zu hohe Bitrate. Ne, 4K-Blu-rays haben eine höhere Bitrate als normale Full-HD-Blu-rays im Normalfall. Oder was heißt normal? Eigentlich immer. Und dadurch sind halt auch dann die Datenmengen höher, die da halt rüber gestreamt werden müssen. Ich meine, die Files sind insgesamt größer, das ist aber ja egal, weil die werden ja nicht alle auf einmal rüber kopiert, sondern das wird ja nach und nach gestreamt. Von daher, ja, solange dein Netzwerk und dein Lesespeed auf der Platte und so weiter ausreichend sind, um... wieso hat die Schaufel da nicht nachgesetzt? Solange die ausreichend sind, um da immer so, sagen wir mal, lass es 50, 60, 70 MB die Sekunde sein. So viel ist es nicht. Aber lass es so viel sein, ne? Um das zu lesen und zu senden, dann ist okay. Und das sollte bei mir überall ausreichen. Von daher... ja... ich weiß es wirklich nicht. Eine Sache, die ich, glaube ich, auch nicht probiert habe, von einem anderen Client mal zu streamen. Das sollte ich noch machen. Ich meine, ich habe mich bisher auf meinen Fernseher konzentriert, weil ich will, dass es am Fernseher läuft. Ich gucke sowas nicht über ein Handy oder über einen PC. Ne, das ist Blödsinn. Das heißt, wenn es da nachher selbst, wenn es dann laufen würde, bringt es mir erstmal nichts. Aber hinsichtlich Fehleranalyse sollte ich das noch machen. Das ist eine Sache, die werde ich vielleicht morgen mal angehen. Morgen ist Feiertag, da habe ich theoretisch noch Zeit für. Dass ich einfach mal zum Beispiel von meinem PC probiere zu streamen. Das Problem ist halt nur, da wird kein Audio konvertiert. Da wird das Audio einfach so rüber gestreamt. Ja, das muss ich mir dann überlegen, ob ich das eventuell... ja, das kann ich auf jeden Fall erstmal gegenprüfen, um dann zu gucken, ob es da geht. Das Problem ist halt, dann habe ich 2 Faktoren geändert, ne? Ich habe einerseits den Client, den Receiver quasi geändert, nämlich den PC-Client quasi in dem Fall, statt dem Fernseher. Ne? Der hat ja eine andere Software logischerweise und... ja, ne? Und dann habe ich zusätzlich noch die... ja, und ich habe die Netzwerkanbindung geändert, weil mein PC nämlich eine Direktverbindung zum NAS hat oder halt auch per LAN ans Netzwerk angeschlossen ist. Da kann ich dann entscheiden, wie ich es machen möchte quasi. Das heißt, das hätte ich geändert. Und ich hätte halt zusätzlich noch geändert, dass der Stream halt ohne Audiokonvertierung rübergeschickt wird, sondern einfach mit direkt 1:1 Audio. Das heißt, nur wirklich Direct Stream. Und das sind mir eigentlich zu viele Faktoren auf einmal, die da geändert werden, weil wenn du halt wirklich einen Fehler eingrenzen möchtest, musst du halt Stück für Stück das ausrulen. Und das weiß ich dann wirklich nicht, inwieweit mir das quasi helfen würde. Weil ich kann das halt leider nicht weiter eingrenzen, ne? Ich kann nicht verhindern, dass das Audio nicht konvertiert wird, glaube ich. Ich glaube, das kann ich nicht erzwingen. Ich kann nur erzwingen, dass das Video konvertiert wird, was ja dann auch wieder ein anderes Ergebnis wäre. Das heißt, davon hätte ich nichts. Ich kann theoretisch... ja, nee, ich kann auch meinen Fernseher nicht... ich kann auch meinen PC nicht per WLAN anschließen, weil der hat keine WLAN-Verbindung. Ja, das ist... also... ich könnte dann theoretisch noch über meinen Laptop gehen. Das ist per WLAN wenigstens. Das wäre eine Option. Dann hätte ich da nur den anderen...
Client quasi dann dahinter. Dann hätte ich auch die Sache mit dem Audio wieder nicht, aber das ist dann, meine Güte, das ist ein anderes Thema. Ja. Es ist alles nicht so einfach, Leute. Es ist alles nicht so einfach. Und das nervt mich halt schon ein bisschen. Vor allem, weil gefühlt war das halt früher auch nicht. Gefühlt kam das erst irgendwann. Der Punkt ist aber, ich glaube, das fühlt sich wirklich nur so an. Ich glaube nicht, dass es wirklich so ist. Weil ich denke, es war einfach Zufall, dass ich damals halt 4K-Files geguckt habe, die kleiner waren. Und die das halt dann dadurch das Problem nicht ausgelöst haben. Und jetzt wollte ich halt diese Herr der Ringe zum Beispiel gucken. Und naja, die sind halt richtige Maschinen. Ne? Sowohl von ihrer Gesamtgröße als auch von der Bitrate der einzelnen Files. Die haben irgendwie eine 70 bis 80 MB die Sekunde Bitrate. Also das ist schon oder Mbit so, Mbit. Das ist schon heftig. Was willst du denn? Was ist denn dein Problem, Alter? Was auch immer dein Problem ist, ich werde es auf jeden Fall lösen. Tschüss, Mann. Ja, also, that's that. Ja.